Der Dirigent und Chorleiter Bernhard Schneider hat im Vorjahr die Intendanz der Laxemburger Schlosskonzerte von seinem Vater Heinrich Schneider übernommen. Und jetzt gab es das erste Konzert im neuen Jahr, ein Überraschungskonzert. Wir sind sehr stolz, dass wir hier diese Laxemburger Schlosskonzerte bei uns haben können. Das Schlosskonzert hier ist für die Bevölkerung ein großes Highlight, weil irrsinnig viel geboten wird. Immer wieder ein Erlebnis, sagen wir es einfach so. Sie haben heute die Moderation dieses Konzertzyklus übernommen. Wie fühlen Sie sich hier in diesem spannenden Raum, wo sich scheinbar die Jahrhunderte aufeinandertreffen? Ja, die Jahrhunderte prallen hier ein bisschen aufeinander. Das muss man sagen. Vorsicht, sonst prallt noch ein Jahrhundert auf uns. Das ist ein absolut historischer Raum. Aber dort, das schaut so aus, ein bisschen wie wenn ein DDR-Tanker da hereingekracht wäre in diesen schönen Saal. Ich höre, es gibt Pläne, das zu erneuern. Ist das wahr? Also wieder alt zu machen? Oder sind das ist falsch? Wissen wir nicht. Ich weiß nicht, ich finde es eigentlich irgendwie spannend, diese Architektur hier. Spannend ist das richtige Wort. Es ist halt so ein, ja, es passt irgendwie, es sind zwei Sachen. Gott sei Dank schauen die Leute von da auf die Bühne und nicht umgekehrt. Sie haben vor 38 Jahren diesen Konzertzyklus gegründet. Jetzt hat es im Vorjahr Ihr Sohn übernommen. Freut Sie das? Ja, es freut mich sehr. Und es freut mich vor allem, dass er mit solcher Begeisterung angebissen hat. Und ich muss immer wieder sagen, es war nicht meine Idee. Ich habe dem Herrn Bürgermeister Dienst vor etwa eineinhalb Jahren gesagt, dass es höchste Zeit ist, finde ich, dass hier doch eine Änderung eintritt, was die Leitung der Laxemburger Schlosskonzerte betrifft. Und nach ein paar Tagen ist er auf mich zugekommen und hat gesagt, du, dein Sohn wäre doch eigentlich der, der es weitermachen sollte. Und da er in Graz beschäftigt ist, er ist ja dort Chef des Opernchores, wäre ich nicht auf die Idee gekommen. Aber mit den heutigen Möglichkeiten der Kommunikation geht das ganz gut und ich freue mich, dass er wirklich mit solcher Begeisterung da eingestiegen ist. Als kleiner Bub habe ich da die Karten abgerissen und bin auch immer wieder hier aufgetreten, habe einige Konzerte dirigieren dürfen hier, war auch immer wieder schon ein bisschen in die Planung involviert und zu seinem 80. Geburtstag hat mein Vater dann die Konzerte zurückgelegt und dann ist man von der Gemeinde auf mich zugegangen und wir sind ins Gespräch gekommen und ich wurde gebeten, mir zu überlegen, ob ich mir vorstellen kann, das weiterzumachen, weil ich habe ja einen Hauptberuf natürlich auch in der Grazer Oper und bin sehr froh, dass das geklappt hat und dass ich das jetzt machen darf. Es ist wirklich eine sehr schöne Aufgabe.